willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute Sommer-Lifehacks für euch. Ich habe es mir hier schon in meiner kleinen Oase gemütlich gemacht. Dazu kommen wir auch gleich noch im Video, das ist nämlich mein Lieblingshack aus dem ganzen Video. Ich habe ganz viele coole Sachen heute für euch vorbereitet. Ich habe ja letztens schon ein paar sommerliche Videos für euch hochgeladen, zum Beispiel der Amazon Haul und der Live DM Haul, den ihr bestimmt beides halt in der Sommer Edition. Außerdem habe ich noch ein extra Video mit meinen absoluten Sommer-Must-Haves zu Fashion, Beauty und Lifestyle-Sachen und all das findet ihr noch in meiner Infobox verlinkt, da könnt ihr danach vorbeischauen. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, vergesst nicht, mir ein Abo dazulassen und sagt mir Bescheid, wie ihr das Video fandet. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir noch einen Daumen hoch da, bevor ihr geht und schreibt in die Kommentare, welches euer Lieblingshack aus dem Video war. Und ich würde sagen, ganz viel Spaß bei dem Video. Also beim ersten Hack geht es um ein Planschbecken, das wir aber für etwas anderes verwenden werden, als darin zu planschen. Wir machen uns nämlich eine gemütliche Lounge. Nehmt euch dazu einfach eine Decke, ein paar gemütliche Kissen und dann könnt ihr euch natürlich auch noch Snacks zubereiten, die ihr dann dazu stellt. Und so habt ihr bei euch auf der Terrasse einfach eine richtig coole Lounge geschaffen. Ich mag diesen Hack wirklich sehr gerne, da kann man sich's gemütlich machen, wenn man keine Lust hat, dieses Planschbecken einfach mit Wasser zu füllen und so, viel zu umständlich. Ich chill einfach so jetzt da drin mein Leben. Ein toller Hack zur Erfrischung, statt euch einfach Eiswürfel zu nehmen, nehmt doch nächstes Mal gefrorene Beeren. Wenn ihr gefrorene Beeren in euer Wasser macht, dann erstens mal schmeckt das sehr, sehr gut, denn das gibt dem ganzen Wasser nochmal ein bisschen Geschmack, so richtig schön fruchtig. Dann hält es euer Getränk schön kühl und es sieht auch noch sehr hübsch aus. Das ist zurzeit echt so mein Lieblingsgetränk, was ich mir mache immer, statt einfach nur Wasser zu trinken. Und natürlich könnt ihr nachher noch die Beeren naschen. Jetzt geht es wieder um Getränke und um Luftballons, denn wir machen uns was richtig Cooles, um unsere Getränke kühl zu halten. Dazu füllt einfach die Ballons mit Wasser, so wie ihr es bei einer Wasserschlacht auch machen würdet, aber nicht zu voll am besten, damit ihr nicht riskiert, dass die platzen. Stellt ihr ins Gefrierfach für ein paar Stunden und dann habt ihr so eine Alternative zu solchen Kühlpads, wenn ihr keine habt. Beziehungsweise manchmal füllt man ja das Ganze auch so mit Eiswürfeln auf und dann hat man nachher so Wasser da rumschwimmen, ist nicht so schön. Das hier finde ich viel, viel hübscher und irgendwie auch cool für so eine Sommerparty. Da könnt ihr dann eure Kühltasche oder so eine Schüssel einfach mit den kalten Luftballons auffüllen und eure Getränke so cool halten und das Ganze sieht auch noch toll aus. Morgens hat man ja ein bisschen geschwollene Partien unter den Augen und gerade wenn es warm ist, ist das meistens noch ein bisschen stärker im Sommer. Mein Hack ist es da einfach eine Sonnenbrille aufzusetzen. Nein, Spaß, nur ein Witz. Und zwar gibt es ja solche Pads für die Augen, die das dann abschwellen und mein Tipp ist es da, die in den Kühlschrank zu stellen. So habt ihr dann eine zweifache Wirkung, also die Pads kühlen eure Augen und lassen das Ganze dann abschwellen und durch den Kühlschrank-Hack habt ihr dann die doppelte Wirkung. Das gleiche könnt ihr übrigens auch mit euren Masken machen, gerade bei Tuchmasken, das ist super erfrischend. Ich verrate euch mal was. Ich habe am Flughafen immer total Angst, dass jemand meinen Koffer aus Versehen mitnimmt bei diesem Gepäckband. Ich meine, es kann mal passieren, die meisten sind halt einfach so schwarz und nichtssagend, wie meine Koffer auch. Und da verwechselt man halt mal ein, aber dann stehe ich ja dann ohne meine Sachen da für eine Woche irgendwo. Und deswegen finde ich diesen Hack sehr, sehr praktisch. Und zwar nehmt euch einfach ein buntes Band, ein Haargummi, irgendwie so einen Stoffrest, irgendwas, was ihr nicht mehr braucht, aber was euren Koffer so einzigartig macht. Den macht ihr dann eben um diese Halterung drum und dann seht ihr und die anderen auch gleich, dass das euer Koffer ist und dann habt ihr so ein Merkmal dafür und es wird nichts mehr verwechselt. Wenn ihr unterwegs nicht eure große Deo-Flasche mitschleppen möchtet, dann habe ich da eine ganz tolle Alternative. Statt Deo könnt ihr nämlich einfach Mundwasser nehmen. Ja, kein Scherz, Mundwasser wirkt nämlich antibakteriell und auch geruchsneutralisierend und deswegen ist das so ein Geheimtipp, so ein Ersatz einfach für Deo. Und das könnt ihr dann in diese kleinen Reisefläschchen füllen und mitnehmen. Da habt ihr auch eine 2-in-1-Lösung, denn dann habt ihr gleichzeitig was dabei, um euren Atem aufzufrischen und ihr könnt das dann als Deo verwenden. Einfach auf ein Tuch auftragen und dann unter den Achseln durch. Fahren und schon seid ihr wieder super fresh. Außerdem könnt ihr das jetzt super praktisch mit ins Flugzeug nehmen und habt auch Deo und Mundwasser in einem. Ist nice. Oh, danke. Ein paar Sekunden später. Ey, jedes Mal. Ich bin einfach nicht so schnell im Eis essen, wenn es doch nur einen Hack gäbe dafür. Nehmt euch dafür einfach so ein kleines Muffinförmchen und wenn es dann nicht direkt über den Stiel geht, könnt ihr vorher noch so ein kleines Loch einschneiden und dann gebt ihr einfach das Ganze über das Eis bzw. über den Stiel und ihr habt so einen automatischen Auffang und so einen Tropfschutz, mit dem ihr es essen könnt, was auch noch hübsch aussieht. Ihr könnt doch mal gerne in die Kommentare schreiben, was zurzeit euer Lieblingseis ist. Ich mag am liebsten dieses Capri-Orangeneis.
zurzeit so meine Sucht. Ich habe es mir teilweise wirklich nicht gekauft, weil ich dachte, okay, meine Hände werden so verschmiert sein, das ist total peinlich so. Aber dank meinem Muffinschutz kann ich es jetzt genießen. Und ein weiterer Reisehack: Nehmt euch nächstes Mal so ein Trocknetuch mit, denn gerade wenn ihr aus dem Urlaub kommt, da hat man ja diese ganzen Taschen mit der schmutzigen Wäsche und so, und dann kann der Koffer schnell mal müffeln, und gebt euch einfach so ein Trocknetuch in den Koffer rein und dann riecht der Koffer einfach total frisch und gut, wenn ihr den wieder aufmacht. Im Sommer wollt ihr es euch gemütlich machen mit eurem Getränk, aber gefühlt Millionen Insekten haben es genau auf euer Glas abgesehen. Ihr könnt es keine Sekunde unbewacht lassen und dann schwimmt dann irgendwas da drin rum, das ist immer super eklig. Da gibt es auch wieder den Muffin-Trick, und zwar könnt ihr auch wieder so eine Abdeckung dafür basteln, indem ihr da eben so ein Loch reinstecht und das Ganze so aufs Glas anpasst. Also drückt das so ein bisschen an und dann gebt ihr den Strohhalm durch und so habt ihr dann automatisch eine kleine Abdeckung, die da drauf passt, die auch irgendwie richtig cool aussehen, finde ich so, als hätte man das so gekauft. Und so könnt ihr es genießen und die Insekten haben keine Chance mehr. Die Sonnenbrille ist definitiv mein Lieblingsaccessoire im Sommer, aber habt ihr gewusst, dass ihr durch die Sonnenbrille auch Pickel bekommen könnt? Ja, kein Scherz. Und das ist natürlich nicht, was wir wollen. Es ist ganz logisch, denn ihr habt die Sonnenbrille unterwegs dabei und dann fasst ihr die halt an und habt halt vielleicht gerade nicht saubere Hände. Da bilden sich dann Bakterien. Außerdem sammelt sich Talg von der Haut einfach so hier am Steg, zum Beispiel an der Nase oder im Stirnbereich. Und das kann zu Pickeln führen. Was da empfohlen wird, auch von Sonnenbrillenherstellern, ist, die regelmäßig zu waschen und damit eben nicht einfach nur mit dem T-Shirt abputzen, sondern auch wirklich mit Wasser und ein bisschen Spüli. Das Ganze natürlich sanft, ihr wollt ja nichts verkratzen. Und danach trocknet ihr sie mit einem weichen Tuch, das nicht so fusselt, ab und schon habt ihr eine super saubere Sonnenbrille. Macht das regelmäßig und dann ist das Ganze kein Problem mehr. Und noch ein Hack für die Reise, und das hat mit einer Wäscheklammer zu tun. Und zwar, wenn ihr in eurer Unterkunft nicht so einen Zahnputzbecher habt, dann wollt ihr die Zahnbürste auch nicht so gerade hinlegen aufs Waschbecken, sondern ihr könnt euch einfach eine Wäscheklammer mitnehmen, zack, auf die Zahnbürste drauf, und dann könnt ihr die so hinstellen. So kommt das dann nicht in Berührung mit irgendwas, kann dann abtropfen, und das finde ich super praktisch. Und jetzt kommen wir zu einem coolen Hack, um die Wassermelone besser zu schneiden. Vielleicht kennen das manche von euch schon, aber wir haben das zu Hause echt immer ganz anders geschnitten, so mit der Schale und irgendwie viel umständlicher, und es war dann viel schwerer. Ihr schneidet euch einfach in die Hälfte der Wassermelone solche Streifen rein. Einmal von der einen Seite, dann von der anderen, dass ihr so ein Gitter habt. Dann fahre ich nochmal mit dem Messer außen herum und dann könnt ihr die Stücke einfach so direkt rauslöffeln. Die sind dann schon zugeschnitten, es geht viel, viel schneller und einfacher und es sieht, finde ich, auch schön aus, schon mal serviert für die Gäste. Jetzt kommt dieser geniale Trick, der ist vor allem cool einfach als so ein Zaubertrick oder Prank, wenn ihr eine Party habt oder so. Auf jeden Fall braucht ihr dazu zwei Wassermelonen, die gleich groß sind ungefähr. Ihr nehmt euch die erste Wassermelone und halbiert die. Olli hat mir hier geholfen, das ist so seine Sache, ja, so Wassermelonen zu schneiden. Er ist einfach schneller als ich dann. Und dann, wenn ihr die halbiert habt, könnt ihr den Hack davor anwenden, um die Wassermelone schneller auszuleeren. Wir brauchen die nämlich dann ohne das Fruchtfleisch. Die Reste könnt ihr dann noch so rausmachen, alles auf die Seite, und es wird natürlich aufgegessen. Also ich liebe Wassermelone im Sommer. Und wenn ihr dann diese zwei Hälften habt, nehmt euch die andere Wassermelone und die werden wir jetzt schälen. Also nacheinander einfach so die Schale vorsichtig abmachen, sodass praktisch der Kern oder die Wassermelone an sich ganz bleibt, und das ist dann eben der Trick. Dann macht ihr noch diese hellen Reste weg, und alternativ, damit man die Schnittstellen nicht sieht, könnt ihr euch einen neuen, also wirklich nagelneuen Küchenschwamm nehmen, um ein bisschen drüber zu rubbeln über die Kanten, damit es glatter wird. Keine Angst, ihr könnt das trotzdem natürlich essen. Wie gesagt, das ist ein neuer Küchenschwamm und mit dem putzt ihr dann auch eure Teller ab und so. Aber der Schritt ist auch optional, wenn ihr das nicht machen möchtet. Das sieht dann irgendwie nochmal so krasser aus, finde ich einfach damit. Und das Ganze hat so circa 15-20 Minuten schon gedauert. Ich weiß, sieht nach viel Arbeit aus, aber wie gesagt, ist eigentlich ganz cool, wenn ihr einen besonderen Anlass habt und dann eure Freunde damit beeindrucken wollt. Und so sieht unsere Kugel dann aus. Dann könnt ihr die einfach in diese zwei Hälften reinmachen und das Ganze so zusammenstecken. Guckt halt, dass ihr die Schnittstellen wieder findet, und dann ist das Ganze auch schon fertig und bereit zur Enthüllung. Also hier ist der Wassermelonen-Trick. Ich bin voll gespannt, ob das klappt. Bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Also ihr geht dann zu euren Freunden und sagt, hey, guck mal. Wow! Tada! Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen, ihr Lieben. Und wie gesagt, schaut bei den anderen Videos vorbei, die sind unten verlinkt. Lasst mir einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen und hab Bock, dann noch mehr solche Videos zu machen. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag. Bis bald. Tschüss.